Hey Leute, Retro Joe hier. Heute gibt's mal was ganz anderes. Und zwar geht's heute nicht primär um Videogames, sondern um Star Trek und alles, was so in unserer kleinen Star Trek-Sammlung zu finden ist. Was das im Detail ist, ein bisschen was seht ihr hier schon. Den Rest zeige ich euch gleich nach dem Intro. Dann geht's los. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Star Trek gehört zu meinem Leben, seit ich, glaube ich, 6 Jahre alt bin. Da habe ich zum ersten Mal die alte Serie mit Mr. Spock und Captain Kirk und Pille und Sulu und wie sie alle heißen gesehen. Und seitdem war ich gehuckt, aber so richtig Liebe zu Star Trek habe ich dann ein paar Jahre später entwickelt, als auf dem ZDF nachmittags um 16 Uhr Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert lief. Und die Crew um Captain Picard und Lieutenant Commander Data, wie sie alle heißen, das hat mich nachhaltig geprägt und ich liebe Star Trek bis zum heutigen Tag. Das heißt nicht, dass ich Star Wars nicht mag. Star Wars ist auch unfassbar geil und ich liebe Star Wars genauso, aber heute geht es um Star Trek. Und zwar ist es so, dass meine Frau und ich seit geraumer Zeit als so Hauptnebenbeschäftigung quasi alle alten Star Trek Serien durchgucken. Wir haben angefangen mit der Star Trek Animated Serie, die ja quasi die Geschichte um Kirk und seine Crew Jahre nachdem Star Trek abgesetzt wurde noch in animierter Form weitererzählt haben, über die tatsächliche alte Star Trek Serie. Next Generation, Deep Space Nine, wir haben gestern die letzte Folge Voyager geguckt und jetzt geht's weiter mit Enterprise, damit wir dann hoffentlich bald zu Star Trek Discovery übergehen können. Die erste Staffel habe ich schon gesehen, finde sie großartig. Die zweite läuft gerade auf Netflix. Leider bringen die ja jede Woche nur eine Folge. Das ist so ein Serienformat, mit dem ich mich heute einfach nicht mehr anfreunden kann. Ich gucke das gerne einfach am Stück. Deswegen ist das nicht schlimm, dass wir jetzt vorher noch Enterprise gucken. Aber genug zu den Serien. Meine Frau hat auch ihre Liebe zu Star Trek dank der Star Trek Animated Serie so ein bisschen gefunden. Und mit jeder Serie, die wir dann geguckt haben, ist es bei ihr schlimmer geworden, in Anführungszeichen. Auch wenn sie die neue Kelvin-Timeline irgendwie gar nicht mag. Also Chris Pine als Captain Kirk kann sie leider nicht akzeptieren. Ich finde die Filme trotzdem super. Sie sieht das ein bisschen anders, aber jeder hat ja sein Recht auf seine eigene Meinung. Nichtsdestotrotz haben wir dann in den letzten Wochen ein bisschen Zeit und Geld damit verschwendet, in Anführungszeichen, so eine kleine Star Trek-Sammlung hier anzuhäufen. Und ja, ausschließlich eigentlich über eBay Kleinanzeigen haben wir all das, was ich euch jetzt zeige, hier zusammengehortet. Anfangen möchte ich einmal mit Mr. Klötzchen Spock, den wir vom Retro Gaming Panda geschenkt gekriegt haben. Den haben wir, nachdem wir letzte Woche das Video aufgezeichnet haben, direkt zusammengebastelt. Vielen Dank nochmal an dich, Henning. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Spock ist super. Dann stelle ich mal aus dem Bild. Dann zeige ich euch gerne mal unser Spock-Diorama, denn der Lieblingscharakter meiner Frau ist Leonard Nimoy als Commander Spock aus der Oldschool-Serie. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Und das hier ist ein ziemlich cooles Diorama. Da sind auch noch ein paar andere Körperteile dabei. Also man hätte Spock jetzt auch noch hinstellen können mit einem anderen Paar Beine. Und es gibt noch andere Hände. Man kann hier von den Dingen irgendwie so ein Stück noch abmachen und so. Das kennt man ja alles. Ich weiß gerade nicht, von welcher Firma das ist. Ich guck mal, was hier hinten drauf steht. Naja, da steht nur Made in China und von CBS Studios. Ist aber auch nicht so wichtig. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich kann Spock hier gerade mal abmachen. Der hat einen Tricorder dabei, der hat einen Phaser, der ist an ganz vielen Stellen, ist der beweglich, nur die Beine, die sind halt relativ starr. Dafür gibt es hier aber diesen Punkt, wo man ihn draufsetzen kann, was ich natürlich jetzt nicht wieder schaffe. Doch, habe ich wohl. Voll gut. Und ja, den wollte meine Frau unbedingt haben, deswegen haben wir uns den, ich glaube, für 20 Euro, sie nickt mit dem Kopf, war weniger, ne? 12 Euro, genau, für 12 Euro haben wir den bei eBay Kleinanzeigen gekriegt. Bei Amazon ist der teilweise so für 40 Euro aufwärts, deswegen war das ein echt guter Deal. Der war sogar noch original verpackt. Der Verkäufer hat auch gefragt, ob wir ihn auspacken wollen oder ob wir ihn nicht auspacken wollen. Ich habe gesagt, klar, packen wir den aus. Deswegen war die Verpackung dann nicht mehr ganz so in Ordnung, als er das verpackt hat. Sonst hätte er ein deutlich größeres Paket nehmen müssen. Aber das interessiert euch wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Auf jeden Fall ist das so, was die Figuren angeht, das Prunkstück unserer Sammlung. Und der steht bei uns im Wohnzimmer. Da muss ich mir schon ein Teil fallen. An seiner eigenen Stelle sehr primär. Den stelle ich auch mal beiseite. Und dann haben wir, ich glaube, da haben wir tatsächlich nur 5 Euro für bezahlt. Ne? 5 Euro plus Versand für die ganzen Figuren hier, für fast die komplette Brückencrew von Star Trek The Next Generation mit jeder Menge Zubehör noch. Also jeder hat noch hier, ich zeige das mal gerade bei Jordi,
hier dieses Star Trek, jetzt fällt ihm der Phaser aus der Hand, dieses Star Trek Emblem, wo sogar noch der Name draufsteht, hier steht LaForge, die haben nämlich alle so einen Pin, wo man den Fuß draufsetzen kann. Das ist auch gut so, denn ansonsten sind die nämlich echt schwierig hinzustellen. Und diese Figuren sind für mich eine Kindheitserinnerung. Die habe ich damals als Kind gehabt. Ich hatte die komplette erste Serie an Figuren, die vollständige Brückencrew mit Picard, Worf, Deanna Troi, Lieutenant Commander Data, Lieutenant Commander LaForge. Ich hatte natürlich noch Commander Riker, der fehlt mir jetzt noch, und Dr. Crusher. Und einen Borg, einen Romulaner, einen Ferengi und einen Klingonen. Die hatte ich alle, die fehlen mir jetzt noch. Ob ich den Romulaner und den Klingonen und so jetzt noch haben will, muss nicht unbedingt sein. Wen ich aber wirklich gerne noch hätte, ist Commander Riker, der erste Offizier der Enterprise. Sollte jemand den aus dieser Reihe hier für wenig Geld abgeben wollen, der muss auch nicht in einwandfreiem Zustand sein. Ich zeig mal kurz hier den Phaser von Picard, da ist auch ein bisschen Lack schon ab. Das ist mir alles nicht so wichtig. Ich sehe, dass mit den Dingern gespielt worden ist. Das finde ich persönlich viel schöner als irgendwas, was ja quasi nie aus seiner Verpackung geholt wurde, denn auch ich habe als Kind damit gespielt und deswegen ist das für mich völlig in Ordnung, dass jemand anders mit diesen Figuren auch gespielt hat. Die finde ich ziemlich cool, bei Commander Data zum Beispiel, der hat noch so zwei Stellen am Körper, da kann man den so ein bisschen aufklappen, um zu zeigen, dass der ein Android ist. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich dieses ganze bunte Plastikzubehör hier bei den richtigen Figuren in die Taschen gesteckt habe, ist aber auch echt alles nicht so wichtig. Die stelle ich jetzt auch alle mal weg. Wie gesagt, da haben wir, glaube ich, 5er für bezahlt und das, da kann man, glaube ich, echt nicht meckern. Und für mich ist das sehr, sehr cool, diese alte Kindheitserinnerung jetzt im Wohnzimmer displayen zu können. Und ja, das hat uns sehr, sehr gefreut. Das, was ich hier liegen habe, zeige ich am besten ganz am Schluss, weil dafür muss ich den Tisch dann wieder ein bisschen aufräumen. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den beiden noch einzelnen Star Trek Videospielen, die wir haben. Das ist einmal Star Trek The Next Generation Futures Past fürs Super Nintendo. Da habe ich auch schon einen Test zu gemacht, den blende ich euch hier oben ein, den könnt ihr euch gerne im Anschluss anschauen. Lasst mir gerne auch einen Kommentar da, wie euch das gefallen hat, ob ihr Erinnerungen an dieses Spiel hier habt. Jetzt zeige ich euch mal gerade das Modul, das sieht so aus. Das hier sind diese Universal Game Cases, die finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, auch das hier ein Spiel, an das ich sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen habe. Das habe ich damals auf dem Super Nintendo gehabt, war damals aber irgendwie nicht clever genug, um das Spielprinzip so richtig zu verstehen. Das ist nämlich eine Mischung aus einem Action-Adventure, gemischt mit ein bisschen Taktik und Raumkampf und Ressourcenmanagement. Als ich das hier für Super Nintendo damals hatte, bin ich da nicht besonders weit gekommen, weil ich einfach nicht, ich habe nicht kapiert, was in dem Spiel tatsächlich jetzt Phase ist. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Heute bin ich da schon deutlich weitergekommen. Und dann haben wir noch einmal, das ist leider echt schlecht, nämlich Star Trek Generations Beyond the Nexus, basierend quasi auf Star Trek 7, Star Trek Generations, wo Kirk und Picard aufeinandertreffen. Da habe ich nur mal ganz kurz reingeguckt. Das ist leider, ist das nicht besonders. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Dann ein weiteres Prunkstück unserer Sammlung ist selbstverständlich die gute USS Enterprise NCC 1701D. Das hier ist das Playmates-Modell. Auch ein Stück aus meiner Kindheit. Das habe ich irgendwann mit 12 oder 13 zu Weihnachten gekriegt. Und da muss ich ganz kurz die Geschichte zu erzählen. Es war damals so, dass ich als Kind ein ganz schöner Drecksack war. Meine Mom hat mir das hier zu Weihnachten geschenkt. Und das stand auch schon Wochen vor Heiligabend verpackt unter Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Jetzt war es so, dass meine Mutter spät gearbeitet hat, ich also abends immer ein paar Stunden allein zu Hause war. Die Jugendschützer, hier, das war damals halt so, bitte nicht aufregen oder irgendwas in der Richtung, ich war immerhin schon 12 oder 13. Und was hat der kleine Arsch Joe gemacht? Der hat sein Weihnachtsgeschenk Wochen vorher schon jeden Abend aus seiner Geschenkverpackung geholt und hat damit gespielt und hat das dann, bevor Mama nach Hause gekommen ist, wieder schön säuberlich eingepackt, sodass das nie aufgefallen ist. Mama, falls du das siehst, das tut mir leid. Ja, dummerweise habe ich dann vorher schon so viel damit gespielt, dass als Weihnachten dann endlich kam und ich es regulär auspacken durfte, ich für dieses wunderschöne Schiff hier deutlich weniger Empathie empfunden habe, als ich hätte empfinden sollen, als ich dann endlich auspacken durfte. Denn da war die erste Freude, nämlich die habe ich mir selber versaut, indem ich es halt vorher illegal schon ausgepackt habe. Leider funktionieren die Licht- und Soundeffekte hier nicht.
zeige euch das mal ganz kurz. Hier unten ist nämlich ein Batteriefach, wo man Batterien reintun kann. Das ist aber leider im Laufe der Jahre ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Deswegen funktioniert das nicht mehr. Hier sind Knöpfe, da gibt es einmal das Warp-Geräusch, ein Photon-Torpedo, ein Phaser. Und das vierte weiß ich gerade gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, das war einfach nur irgendwie so Alarm oder sowas. Die Gondeln kann man abmachen. Da ist Licht drin. Ich weiß nicht, warum man die abmachen kann. Ich glaube, das war damals einfach so ein verpackungstechnischer Grund. Man hat aber keinen Vorteil dadurch, dass man sie dran oder abmacht oder irgendwas. Ja, und das ist die Enterprise. Dafür haben wir, glaube ich, 40 Euro bezahlt. Auch nicht? Weniger? 25, ne? Ja, ich rede gerade die ganze Zeit von den Preisen, für die ich das normalerweise so sehe. Also hierfür haben wir auch 25 Euro bezahlt. Leider, leider, leider gibt es noch eine Version, wo noch ein Standfuß dabei ist, damit man das hier richtig schön displayen kann. Das können wir leider nicht aktuell. Deswegen liegt die hier so und wir haben da normalerweise auch im Regal so ein paar leere Gameboy-Modul-Dinger drunter. Das sollte sich aber in Zukunft ändern, denn, und damit kommen wir schon zum nächsten Teil der Sammlung, es gibt eine Firma, die früher mal Art Asylum hieß und inzwischen als Diamond Select Toys durchgeht, die hochwertige Star Trek Schiffe auch immer mit so einem Standfuß hier verkauft. Und auch davon gibt es natürlich ein Modell von der Enterprise D, das ich sehr, sehr, sehr gerne hätte. Das ist allerdings echt ein bisschen teurer. Das habe ich noch nirgendwo unter 100 Euro gesehen. Und das ist im Moment nicht so ganz im Budget. Möchte ich aber auf jeden Fall irgendwann haben. Denn diese Enterprise hat dann ähnliche Features wie das, was ich euch jetzt hier zeige. Das hier, ich mache den mal von seinem Fuß hier ab, ist nämlich ein klingonischer Bird of Prey. Um genau zu sein, ist das der Bird of Prey aus Star Trek 6. Wer den Film nicht kennt, sollte ihn dringend mal gucken, denn Star Trek 6 gehört mit zu den besten Star Trek Filmen und der hat echt ein paar coole Features. Für diejenigen, die sich mit Star Trek Schiffen und vor allem mit den klingonischen Schiffen auskennen, wissen, das hier ist die Flügelstellung für Angriff beim Bird of Prey. So sah das Modell aus, als Kirk, Spock, Scotty und die anderen in Star Trek 4 damit zurück in die Gegenwart gereist sind. Und das ist die Flügelstellung für Warp in der Regel in der alten Serie gewesen. Ich persönlich bevorzuge aber diese Variante. Und dann gibt es noch so coole Sachen wie diesen Knopf hier vorne. Ja. Dieses Schiff hat nämlich einen ganzen Haufen Licht- und Soundeffekte. Ich spiele die jetzt nicht alle einmal durch, das würde ein bisschen lange dauern. Ich zeige euch das ganz kurz nochmal. Man kann das Ding ja auch in den Display-Mode schalten. Dann sind einfach alle Lichter an. Hinten der Warp-Antrieb leuchtet hier vorne. Sieht man, glaube ich, nicht so gut, weil es relativ hell ist. Ich halte mal näher dran. Die Phaser- oder Disruptorenbänke leuchten. Vorne der Torpedoschacht leuchtet. Und genau solche Features haben alle Schiffe von der Diamond Select-Reihe und das ist ziemlich cool. Knarz. Und die kommen halt auch alle mit so einem Standfuß und ich hätte wirklich, wirklich gerne noch die Enterprise D als auch die Kinoversion der Enterprise A, also der ursprünglichen Enterprise. Das wird mich alles in den nächsten Monaten oder ich sage mal im Laufe des Jahres irgendwann noch beglücken. Aber dafür haben wir auch bei eBay Kleinanzeigen 40 Euro bezahlt, ohne OVP. Das ist für mich aber auch völlig in Ordnung. OVP ist unseren ganzen Kram, das brauche ich nicht. Ich finde dieses Schiff hier richtig, richtig cool. Machen wir das Licht mal wieder aus und stellen ihn beiseite. Jetzt muss ich mal einen ganz kurzen Cut machen, um den Tisch freizuräumen und dann zeige ich euch das letzte Stück, was ich hier habe. Und dann sind wir gleich wieder da. So, Tisch ist frei, da sind wir wieder. Und das letzte Stück, was wir in unsere Sammlung aufgenommen haben, wo es auch eine lustige Geschichte zu gibt, ist Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, interaktives Videobrettspiel, eine klingonische Herausforderung. Der wahrscheinlich längste Titel, den ein Brettspiel je gehabt hat. Ich zeige euch das mal kurz von vorne und einmal von hinten. Und dann gehen wir mal durch, was da so drin ist in diesem wunderschönen Videospiel, interaktiven Videobrettspiel. Und bevor wir uns das angucken, muss ich euch ganz kurz erklären, was es mit dieser lustigen Geschichte auf sich hat. Denn auch das hier haben wir für nur 5 Euro bei eBay Kleinanzeigen erstanden, inklusive Versand, also das war quasi ein Geschenk. Und dann packe ich das Ganze aus
und stelle fest, ich zeige euch das ganz kurz, wenn ich es finde. Holy shit, da ist eine VHS-Kassette drin. Wer hat denn heute noch einen Videorekorder, bitteschön? Da habe ich dann erstmal hier die Hülle von dem Ding, sieht ziemlich cool aus, Föderation und das Klingonensymbol. Da dachte ich zuerst, scheiße, das können wir nie spielen. Aber, wie ihr hier jetzt gleich eingeblendet seht, gibt es Gott sei Dank findige Trackies, die dieses Video hier bei YouTube hochgeladen haben. Es gibt es in Deutsch und in Englisch. Ich zeige euch hier mal einen kurzen Ausschnitt von der deutschen Version. Computer, direkten Kurs auf Kronos setzen. Warp 9. Ausführen und starten. Ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler heißt, aber er hat auch die richtige Stimme. Nämlich der klingonische, ohne jetzt die Serien spoilern zu wollen, die irgendwie fast 20, 25, 30 Jahre auf dem Buckel haben. Kanzler Gauron ist hier höchstpersönlich selbst am Start. Der Chef der Klingonen zu späteren Zeiten von Next Generation und Deep Space Nine. Mit dem haben wir es hier zu tun und eingeleitet wird das Ganze von der deutschen Synchronstimme von Commander Riker, auch bekannt als Jonathan Frakes. Viele kennen ihn vielleicht auch aus X-Faktor, das Unglaubliche. Ja, das Unfassbare, ich hab's heute nicht so mit Wörtern. Kapla. Jedenfalls haben wir dieses wunderschöne Brettspiel noch nicht gespielt, weil wir noch nicht dazu gekommen sind. Das werden wir aber heute Abend noch tun. Mit dem Video auf YouTube als Hilfestellung, denn dieses Video ist quasi der lebendige Spieleguide, der uns dann die Aufgaben stellt. Ich zeige euch mal das Brettspiel. Das ist quasi das Innenleben der Enterprise D. Ich kann euch zu den Spielregeln echt nicht viel erzählen, da wir, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen sind, es zu spielen. Das Spiel ist allerdings noch vollständig. Hier ist sogar noch so eine Mappe mit Aufklebern, die zum Spiel gehören. Ich habe mir die Anleitung mal durchgelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die hier während des tatsächlichen Spiels an die Mitspieler verteilt. Ich nehme mal an, dass der vorherige Besitzer sich gedacht hat, nee, wenn ich das hier mache, dann kann ich das ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal spielen und dann sind die Aufkleber hin. Deswegen haben die sich wahrscheinlich da eigene Varianten von gebastelt, könnte ich mir vorstellen. Und so werden wir es wahrscheinlich auch tun. Dann gibt es hier so Sachen wie Phaser und so klingonische Icons. Das sind quasi als Äquivalent zu Monopoly die Ereigniskarten. Da stehen nämlich hinten kleine Aufgaben drauf. Dann gibt es hier noch andere Karten, die so ein Side-View von der Enterprise haben. Das hier ist sozusagen der Würfel. Und dann gibt es hier noch Holodeck-Karten, wo auf der Rückseite Crewmitglieder der Enterprise drauf sind. Hier ist Commander Data, hier ist Diana Troy. Du besprichst dich mit einer Holodeck-Erscheinung von Berater Diana Troy, die dir offenbart, dass dir jemand unbedingt helfen will. Nimm dir eine Computerzugangskarte von einem der anderen Crewmitglieder. Nach Gebrauch wirf die Karte wieder auf den Stapel. Ihr habt also eine grobe Vorstellung davon, wie der Spielablauf hier ungefähr sein könnte. Hier ist noch ein Klingone auf einer Pappe. Und die ganzen Figuren, zeige ich euch auch mal kurz, das sind leider alles gesichts- und namenlose Fähnriche, denn wir spielen nicht als die tatsächliche Crew der Enterprise. Die ist nämlich laut der Einleitung in dem Video irgendwie gerade auf Landurlaub, während die Enterprise zur Wartung im Raumdock steckt, während die Klingonen sich versuchen, des Schiffes zu bemächtigen oder irgend sowas in die Richtung. Genaueres werde ich dann mit meiner Frau heute Abend erfahren. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein von unserer Star Trek Sammlung. Wie seht ihr das denn? Seid ihr auch Star Trek Fans, Trekkies, Trekkers oder wie auch immer man es nennen mag? Wie steht ihr zu Star Trek, zu den verschiedenen Serien? Ich bin da sehr, sehr neugierig. Ich tausche mich da immer gerne mit Gleichgesinnten aus. Lasst mir doch mal einen Kommentar unten in der Kommentarsektion, was ihr von Star Trek haltet. Was ist eure Lieblingsserie? Gibt es noch irgendwie richtig cooles Merchandise, das ihr empfehlen könnt? Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der kleine Exkurs in meine Star Trek-Sammlung gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Oder, wie Spock sagen würde, lebt lang und in Wohlstand.